Gott und herzlich willkommen zur Hausbau- und Energiesparen-Tulln. Herzlich willkommen hier in einem wirklich vollen Messegelände. Mein Name ist Tom Bleumann. Ich freue mich sehr, dass ich Sie durch die Eröffnung begleiten darf. Hausbau und Energiesparen, zwei Themen, die natürlich in den letzten Jahren noch mehr Schub bekommen haben. Der Hausbau durch die Pandemie. Das Haus im Grünen ist ein großer Wunsch. Und das Energiesparen brauche ich Ihnen gleich nicht zu sagen. Allein bei der Umweltberatung habe ich gehört, normalerweise 4.000 bis 7.000 Anfragen im Jahr, letztes Jahr 23.000 Beratungen. Also das Interesse ist groß und das Interesse ist riesig, aber es ist auch kein Wunder, dass die Messe hier so richtig boomt. Damit ist die Hausbau- und Energiesparen-Tulln offiziell eröffnet. Wir haben in der Landesregierung 2019 gemeinsam unsere blau-gelbe Wohnbaustrategie beschlossen und die hat einen ganz großen Ökologie- und Sanierungsschwerpunkt. Sanierung ist ein ganz großes Anliegen und ich muss sagen, dass in den letzten Jahren die Rate der Sanierung unglaublich stark zugenommen hat. Das hängt auch damit zusammen, dass wir den Häuselbauern, ob sie jetzt Einzelteilsanierung machen oder eine Gesamtsanierung eines Hauses mit Energieausweis, dass wir 10% der Kosten als einmaligen Zuschuss des Landes, als nicht rückzahlbaren Zuschuss, gleich von vornherein zahlen. Das ist unglaublich attraktiv, auf das steigen sehr, sehr viele ein. Und wir sehen das auch in den Zahlen. Wir haben zum Beispiel im vergangenen Jahr nicht weniger als 37 Millionen Euro für die Sanierungsanträge ausgegeben. Und wir haben in den letzten zwei Jahren, also 2020, 2022, eine 100%ige Steigerung bei den Sanierungsanträgen gehabt. Ja, den Menschen ist klar, dass Sanierung wichtig ist, dass dieses ökologische Element ganz, ganz entscheidend ist. Das betrifft jetzt weniger die Häuselbauer, sondern unseren großvolumigen geförderten Wohnbau. Wir haben auch da wichtige Schritte gesetzt. Wir haben zum Beispiel jetzt vor Weihnachten auch beschlossen in der Landesregierung, dass wir beim großvolumigen Wohnbau verpflichtende PV-Anlagen am Dach haben, dass wir klimafitte Parkplätze haben. Ich glaube, wir tun unglaublich viel für die Ökologie, aber, wie ich gesagt habe, wir haben auch ein unglaublich attraktives Fördersystem und ich bitte alle Häuselbauerinnen und Häuselbauer, sich dieses Geld abzuholen. Es ist ganz in unser aller Interesse. Vielen herzlichen Dank. Tulln ist der wichtigste oder größte Messestandort Niederösterreichs, bringt natürlich dann immense Synergien in die gesamte Region, auch in die Stadt. Und die Entwicklung Tullns ist ja unzertrennlich mit der Entwicklung der Tullner Messe. Von einer kleinen Ausstellung oder auch von einer kleinen Stadt hin zu einem prosperierenden Unternehmen einerseits, aber auch zu einer extrem florierenden Stadtgemeinde. Das Thema ein ganz wichtiges, würde ich mal sagen, Bauen, Energiesparen. Nun, das Bauen ist für jede Generation, überhaupt die frisch ins Leben, im frischen Erwachsenenalter sich befindet, ja ganz, ganz zentral. Speziell jetzt aber in Verbindung mit der Energiekrise hier die alternativen Energieformen anzuwenden, das ist einfach ein Gebot der Stunde und dazu braucht es eben die entsprechende Information und Beratung und die findet man hier auf dieser Messe in sehr kompetenter und geballter Form. Wie wir auch gehört haben, das Sanieren ganz wichtig, weil damit tut man ein bisschen der Versiegelung vorbeugen. Natürlich, wenn Gebäude auf alte Gebäude saniert werden und nicht neues Ackerland verwendet wird, ist es vom großen Vorteil. Wir haben in Tulln ja beschlossen, dass die aktuellen Siedlungsgrenzen nicht mehr überschritten werden dürfen. Das heißt, es wird in Zukunft kein Ackerland mehr in Wohnland umgewidmet. Motto heißt Innenverdichtung vor Außenerweiterung. Das ist eine Notwendigkeit gegenüber dem Klimaschutz, aber das wird oft übersehen. Klimaschutz bedeutet ja auch Erhaltung der Lebensqualität. Und somit zahlt das auf dieses Konto ein und es dient allen.
Messe Tulln muss immer sein, auch wenn Wahlkampf ist. Was tut sich so? Naja, die Messe Tulln ist ein ganz wichtiger Impulsgeber für alle Häuselbauer und Häuselbauerinnen. Eh klar, auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich eine super tolle Gelegenheit für alle Professionisten und Professionistinnen, ihre Waren anzubieten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig jetzt in der momentanen Zeit. Zum einen, dass man halt wirklich auch schaut, dass die Konjunktur bleibt, dass junge Menschen sich auch ihren eigenen Wohnraumbedarf schaffen können. Und ich glaube, für uns als Politik und in der Politik ist es ganz wichtig, dass man darauf achtet, dass das Häuselbauen und vor allem das Wohnen auch in Zukunft noch leistbar ist. Ich glaube, da haben wir gerade die ganz große Challenge, abseits von der Wichtigkeit der Messe, dass wir in der Politik gut darauf achten, dass Wohnen einfach leistbar bleibt für die Menschen. Ist ein Grundbedürfnis und auch eines, das wir erfüllen müssen. Momentan ist sowieso schwer, auch für Häuselbau oder für Mieter. Energiepreise, Mietpreise, also alles steigt und da wird es immer schwieriger. Auf jeden Fall, es wird immer schwieriger. Man hört ja auch, dass es momentan auch die Entscheidung, dass man ein Haus baut, schwieriger wird. Und deswegen sage ich nur, es ist unsere Verpflichtung, darauf hinzuschauen. Und gerade wenn Sie auch die Mieten ansprechen, bin ich auch überzeugt davon, wir werden nicht darüber hinwegkommen, dass man sich beim Energiepreis und bei den Mietpreisen in den nächsten Monaten echt was einfallen lässt. Sonst ist es für viele manchmal einfach nicht mehr leistbar. Und ich sage immer, besondere Zeiten brauchen auch besondere Maßnahmen. Und vielleicht muss man sich wirklich überlegen, für eine kurze Zeit in den Markt einzugreifen, wenn es der Markt nicht alleine reguliert. Also ich höre es auch jeden Tag und wir kriegen ja auch jeden Tag die Mails. Es ist definitiv so, dass es für gewisse Menschen in Österreich, auch in Niederösterreich, schon fast nicht mehr leistbar ist, ihre Wohnung zu heizen. Und wenn da nicht Alarmstimmung sein muss in der Politik, obwohl ich keine bin, die Alarm macht, aber das ist wirklich wichtig, wir müssen uns das anschauen. Und ich glaube einfach, dass diese Einmalzahlungen, die gut und wichtig sind, überhaupt keine Frage, aber dass sie das Problem nicht lösen werden. Messe Tulln und ein wichtiges Thema, würde ich einmal sagen. Ja, absolut. Also alles, was Bauenergie betrifft, wichtiger denn je. Und ich glaube, dass hier die Landsleute die Möglichkeit haben, sich Informationen zu holen, die sie dringend brauchen. Das Geld wird weniger, die Energie kostet immer mehr und daher ist jede Entscheidung dreimal zu hinterfragen, was ist die richtige Entscheidung. Und man merkt ja, es hat ja oft Entscheidungen gegeben, die dann schlussendlich nicht richtig waren. Ich meine, ob man jetzt noch das Thema Energie von links oder von rechts betrachtet, aber es haben sehr viele auf Wärmepumpen gesetzt und jetzt bei diesen Strompreisen eine Katastrophe. Und wenn man Blackout auch im Visier hat, dass einmal was passieren kann, dann zeigt es eigentlich, wie wichtig ist, dass man in Notsituationen sich selbst versorgen kann. Das heißt, ein Kamin kann zum Notkamin werden, ganz wichtig, auch in der Bauordnung, dass wir den weiter auch haben, auch im öffentlichen Wohnbau, denn ein kleiner Ofen ist bald wo zum Kaufen und wenn man vorausschauend denkt, dann ist wichtig, dass man vielleicht sogar im Keller oder irgendwo stehen hat, der Ofen, der dann die ganze Familie dann erwärmen kann, wenn es notwendig ist. Also diese Messe ist wichtiger denn je. Und vor allem, es ist, was ich so mitbekommen habe, das Sanieren auch als vorderrangig zu sehen, um einfach wirklich Ackerland nicht zu versiegeln. Richtig. Das ist ja, wenn man bedenkt, wie viel auch jetzt schon Häuser in den Städten im Stadtkern leer stehen. Und dann nimmt man wertvollstes Ackerland und baut dort Wohnblöcke hin. Es ist verrückt, denn ordentlich geförderte Sanierungen im Ortskern, ich habe das bei uns in Weidhofen an der schon eingeleitet, damals, wie ich Vizebürgermeister war, unter dem Motto junges Leben in alten Mauern. Und das kann interessant sein, das kann schön sein. Ich habe selbst ein Haus über 300 Jahre alt in Weidhofen erworben, gekauft und ich sage es nur einmal, es gibt nichts Schöneres, als in einem alten Gebäude zu leben. Absolut, da kann ich nur beipflichten. Dann sage ich schon recht herzlichen Dank. Danke auch. Ja.